Und herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Ich mache jetzt in letzter Zeit mal kleine Let's Plays. Diesen Let's Play geht es jetzt einfach um die Schatzkämpfe. Ich kämpfe mit euch jetzt um die Schätze mit zusammen. Also, vielleicht ist das ein kleiner Fehler. Ich mache den platt und ich benutze jetzt mal den. So, es gibt gleich kleine zwei Bonus. Ich benutze einmal einen goldenen Mitstreiter. Also ich habe einen Freund, der hat mittlerweile einen Mann auf Gold, den will ich mal mitbenutzen. Also für den nächsten Kampf will ich den mitbenutzen. Könnt ihr auch mal einen goldenen Typen in Aktion sehen. Das wird wieder der Luckyfresser hier. Licht sein, glaube ich, oder ähnlich. Bin mir nicht mehr sicher, was der hat. Ich glaube, den hat diesen selben Typen auf Gold. Den gab es letztens für 3000, der hat sich wahrscheinlich für 3000 alles, was er hatte, geholt und den auf Gold gezogen. Und das müssen sehr viele Leute gewesen sein. Also da muss der schon 500 oder 600.000 gespart haben. 50.000, 60.000 gespart haben. Und auch sehr viel an Diamanten, das will ich mal auch irgendwann können. Aber naja, jeder hat das sein Ziel des Spielens. Der eine macht Geld rein, der andere nicht. So, fertig. Ich kämpfe jetzt mal gegen Edel, der ist ein bisschen schwächer. Und ich benutze auch den Menschen, den ich gerade erwähnt habe. Der ist hier unten, das ist Edel. Edel auf Gold. Was Edel auf Gold zieht. Haha. Das ist doch geil, oder? Wenn wir Glück haben, erleben wir den gleich nochmal. Das sieht richtig geil, Edel auf Gold. Guckt ihr euch das an, ey. Alter Schwede. So. Der nächste Kampf. Ich benutze jetzt immer wieder Freunde, um den Freunden Punkte zu verteilen, um mir die Kämpfe schneller vom Hals zu halten. So, wen habe ich noch, wen man gut benutzen könnte? Ich will jetzt mal die großen Leute benutzen. Oh, das war ein geiler Move, oder? Mit der Glocke. Ist doch alles so top geil. So, vergisst er auch. Der nächste. Dann machen wir den mal auch Großgeil. Oh, Großgeil gegen Großgeil. Das wird auch spannend. Hoch. Gut, dass ich den mit hätte. Ich glaube, ich hätte den Kampf sonst irgendwie verloren. Scheiß Micha und Falkenauge macht mir Stress, aber okay. Der ist jetzt mal weg. Renel ist auch gleich weg, wenn ich Glück habe. Ach, noch ein Schlag, dann ist der Renel weg. Gut, nächsten Zug habe ich Renel weg. Renel weg. Jetzt muss ich noch irgendwie Micha und Falkenauge loswerden. Das wird ein bisschen dauern. Das wird mir zu lange dauern. Das ist mit sehen, dass mir Micha und Falkenauge meine eigentliche. Ich stelle mal meine Offensive hinten. Also die Angreifer stelle ich hinten wegen Sicherheit. Aber wenn solche Spinner wie Micha und Falkenauge kommt,
der Gegner gute Defensive hat und ich nicht durchkomme, dann macht er die hinten platt. Und scheiß Laube halt die alle. So entsteht ein scheiß Vakuum. Gut, dass ihnen nicht angegriffen wird. Oder wenigstens gut, dass er nicht so oft angegriffen wird. Also, jetzt habe ich den Kopf auf sicherer Seite. Bis er da durchkommt, bin ich schon hier durch. Hoffe ich mal. Das ist ein Scheißdreck, wenn ich so viel Damage abziehe, wie viel dieser Spinner von Typ halt. So. Gut, dass ich ihn mitgenommen habe. Ehrlich. Jetzt hätte ich glatten Kampf verloren. Das nennt man echt Glück. So. Machen wir schon den nächsten Kampf. Schön den nächsten Kampf. Hier habe ich noch irgendwo einen Großgeist. Großgeist. Master, habe ich noch einen Großgeist in der Freundesliste? Nein, leider nicht. Gut. Kein Großgeist mehr, dann benutze ich mal den auf 5 plus. Mal gucken, was really so auf 5 plus macht. Really? Verarschst du mich gerade? Dass er so ein schwacher Gegner ist. Ich muss mal gucken, wie weit ich mit meinem Marco bin und den ganzen Quatsch, ob ich den schon Jutsu auch zusammen basteln könnte, da mit den Karten. So, noch einen Kampf gewonnen. Das ist scheiße, hier bei Deutsch kann man nicht sehen, wie oft man noch kämpfen darf. Ich gehe auf einmal gegen den Markus. Nutze ich jetzt mal. Wen soll ich jetzt noch benutzen? Ich habe hier keinen geilen mehr. Ach, benutzen wir mal den hier auf plus 5. Ist nichts Großartiges, aber. Er hat B. Das könnte jetzt ein kleines Problem geben für mich. Könnte, muss nicht. Das ist das Schöne, wenn man gute Leute hat, aber scheiß Ausrüstung. Komme ich immer durch. Das einzige Gute für mich. So. Und weg ist das Schlaraffenland. Habe ich platt gemacht. So, mal gucken, ob ich den letzten Kampf noch kämpfen kann. Oder ich schon alle Angriffe verballert habe. Oh, das war ein geiler Angriff. Angriff mag ich irgendwie von den Typen. Freundesliste habe ich nicht mal. Ja, komm. Nein, ich darf nicht mehr kämpfen. So Leute, das waren die Kämpfe von der Schatzkammer. Bis bald.